Hilfe, ich bin allein zu Silvester. Ich denke, ja, ein Thema, das an bestimmt einige Persönlichkeiten anknüpft. Ich kann mir eben auch gut vorstellen in der Hinsicht, dass sich auch einige ja zynisch begegnen, also beziehungsweise verachtend und sich dann denken, ja komm, dann fahre ich lieber mit irgendwelchen Menschen zusammen, Hauptsache ich bin nicht allein. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich nehme einfach mal von draußen auf, weil ich dachte, komm, so ein wichtiges Thema kann man in der schönen freien Natur natürlich auch aufnehmen. Ein ganz guter Kumpel von mir, der dieses Jahr wahrscheinlich woanders feiern wird, der hat dieses Thema auch im Forum erstellt und da gab es auch, ja, wie ich finde, sehr interessante Kommentare von eben auch Pyrus. Und wie gesagt, ich kann mir eben auch gut vorstellen, dass ja, dass sich viele oder einige schämen, allein zu feiern. Und ich möchte einfach mal meine Meinung dazu äußern, was halte ich davon, alleine zu Silvester, also so dass man alleine Silvester feiert. Und habe ich das auch mal selbst getan. Das machen wir jetzt einfach alles One Take in diesem Video. Und vorab natürlich, wenn man alleine Silvester feiert, ja, dann ist es schon ziemlich relevant oder ziemlich wichtig, wie ich finde, dass man halt ja, nicht so fragil ist. Also es das bedeutet, dass man sich gleich aus dem Konzept, also nicht so zerbrechlich ist, ja, wenn jetzt mal irgendein Mugler, Feuerwerksmugler daherkommt und sagt, hey, was machst du hier für einen Scheiß? Oder schreit euch an oder wird sogar körperlich, ja. Und dass man sich dann die ganze Stimmung versauen lässt, ist natürlich, wenn man alleine ist, denke ich, für die meisten ein Thema, wenn man jetzt zu zweit, zu dritt oder in einer Gruppe ist, doch eher weniger, weil sich dann die anderen höchstwahrscheinlich weniger trauen, auf euch eben so, ja, diabolisch auf euch zuzukommen, um dann eben, ja, deren Hass auf euch zu bringen, ne? Aber wie gesagt, da hatte ich auch mal ein Video gemacht, wie man sich dann am besten verteidigen kann. Ich glaube, wäre gar nicht mehr so schlecht, wenn ich das in der Zukunft auch nochmal rausbringe, um euch einfach so ein bisschen die Angst zu nehmen, ja. Ich finde, wenn man alleine Silvester feiert, gibt es da auch einige Chancen, die man vor allem auch für sich selber nutzen kann. Ja? Weil natürlich möchte man ganz jovial ein schönes Silvester haben und nicht in dem Sinne von, oh Gott, ist das scheiße, ich fühle mich so scheiße, ich fühle mich so einsam, es ist alles zum Kotzen, nee, ich habe keinen Bock mehr. Nein, das wollen wir nicht. Ich meine, wir freuen uns 3, 4 Monate schon vor dem Tag der Tage. Fast tagtäglich und dann am Tag der Tage ist von einem alles scheiße. Nein, darum soll es auf keinen Fall gehen. Ja, es soll eben darum gehen, dass wir das Beste aus uns selbst machen. Jeder hat bestimmt mal, ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder Mensch auf dieser Erde oder halt die allermeisten auch mal schlechte Zeiten haben. So ist einfach das Leben, die Polarität. Es gibt ein Hoch, es gibt ein Down. Und wenn es eben ein Down gibt, dann darf man gerne diese Chance nutzen, sodass man eben aus dieser Downphase etwas lernt und eben das Bestmögliche macht, sodass ein nächst höheres hochkommen kann. Ja, auch wenn es vielleicht mal ein bisschen länger dauert. Und so ist es mit Silvester auch. Hat man beispielsweise jedes Jahr mit Freunden gefeiert, vielleicht mit einem Buddy oder mit der Freundin, ja. Und von einmal trennt man sich dann von der Freundin oder hat dann auch den besten Freund nicht mehr oder sonst was, ja. Dann steht man von einmal mit sich selbst allein da. Und dann ist halt die Frage, hat man dann wirklich die Selbstliebe? Hat man dann echt die eigene Wertschätzung? Gibt man die sich selber auch und sagt dann, okay, gut, die sind jetzt weg, jetzt mache ich mal für mich alleine was, jetzt nutze ich die Chance, bin nicht mehr abhängig von anderen Menschen, muss mich auf anderen Menschen nicht mehr verlassen und kann demzufolge auch nicht mehr enttäuscht werden. Im Endeffekt kann ich mich jetzt nur noch selbst enttäuschen und da ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel geringer, weil ich eben dieses Machtinstrument mir selber in die Hand gebe und eben nicht mehr abhängig von anderen bin. Das darf man gerne mal akzeptieren. Vor allem hat man den ganz großen Vorteil, man hat die Freiheit, die hättest du mit einem Kumpel gar nicht, ja? Da bist du immer auf irgendetwas angewiesen. Klar, ich möchte jetzt nicht irgendwie behaupten, dass es schlecht sei, mit Freunden zu feiern. Nein, Gottes Willen. Ich möchte nur sagen, beides hat seine Vor- und seine Nachteile und die sollte man akzeptieren. Ich meine, wenn du alleine feierst, haben wir erst schon besprochen, welchen Vorteil du hast oder Vorteile. Darüber hinaus hast du eben die Möglichkeit der Freiheit. Du kannst alles selbst gestalten, so wie du es haben möchtest. Ja, das ist der ganz große Vorteil.
du kannst endlich in den Genuss kommen. Ja? Du kannst Feuerwerk für dich selber anzünden. Du kannst es viel, viel mehr genießen. Ja? Wenn du einen Freund hast, dann labert der vielleicht manchmal rein. Oder es gibt teilweise Unstimmigkeiten, es fällt alles weg. Also ihr habt im Endeffekt den Genussvorteil, den Freiheitsvorteil und könnt mit euch selber, ja, ihr solltet euch, der wichtigste Mensch im Leben seid ihr selber. Das müsst ihr oder das solltet ihr akzeptieren und vor allem auch in euer Leben umsetzen. Dass der wichtigste Mensch in euer Leben ihr selber seid, nicht irgendwelche anderen Personen, dann macht euch wieder abhängig, ja, sind Enttäuschungen vorprogrammiert, sondern ihr selber. Und mit der wichtigsten Person alleine ins neue Jahr zu starten, was gibt es Besseres in dem Moment? Ja, und ich denke, für die allermeisten ist es ja nicht mal so, dass man immer komplett alleine ist. Ja, es gibt ja, man feiert ja irgendwo, ja, vielleicht lebt man auch komplett allein. Okay, aber das ist dann eher unrealistisch bei den meisten. Man feiert dann eher bei Freunden oder bei der Familie und zündet einfach für sich selber allein. Aber die Familie oder so kommt ja bestimmt auch mal raus und ja, seht zu, wie ihr euer Feuerwerk zündet. Ne? Das ist natürlich nochmal die andere Sache. Aber auch wenn ihr komplett alleine seid, voll für euch selber feiert, vielleicht entscheidet ihr das auch bewusst, dass ihr einfach für euch alleine feiert. Ja, da gibt es natürlich einen signifikanten Unterschied zwischen einsam und alleine feiern. Ne? Wenn man einsam ist, dann macht es natürlich logischerweise viel, viel weniger Spaß. Aber genau den Unterschied sollte man erstmal ziehen. Ja, so. Und wenn man dann ja nach so vielen Jahren dann entscheidet, ja, okay, ich feiere jetzt für mich komplett alleine, dann ist es doch etwas Großartiges. Also bitte, keiner von euch soll sich schämen, alleine zu feiern. Niemand. Ich werde vielleicht dieses Jahr auch komplett alleine feiern, ab einer gewissen Uhrzeit. Ja, das muss ich dann noch schauen, wie ich das mache. Aber bis 20 Uhr feiere ich wahrscheinlich mit einem Freund. Und ab da an komplett für mich alleine, bis in die Nacht hinein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt so mache, aber es wäre eine Idee, eine Option. Und ich finde die gar nicht mal so schlecht. Da habe ich von beiden etwas. Und das könnt ihr auch so hybridmäßig machen, ja, von beidem etwas. Das wäre natürlich auch eine sehr gute Möglichkeit. Genau, und es soll einfach darum gehen, euch ein bisschen die Angst zu nehmen. Und jetzt kommt, was auch irgendwo, ja, auch eine Angst, die ich verstehen kann, wenn jetzt jemand sagt, oh Gott, wenn ich jetzt alleine feiere. Mein Gott, da bin ich doch so angreifbar, wenn da ein Feuerwerksmuggler kommt, wenn da Schlägertypen kommen. Ich meine, die Welt, die hat sich einfach verändert, vor allem Deutschland ist einfach unsicherer geworden, das wissen wir alle, ist krimineller geworden, wissen wir auch alle. Und demnach ist es natürlich auch wichtig, dass ihr für euch selber vorsorgt und eben nicht so fragil seid, sondern wenn ihr angeschrien werdet, okay, dann sachlich zurück oder wenn es halt anders nicht mehr geht, ja, dann halt volle Härte rein. Ja, das haben wir schon besprochen im Video. Wie gesagt, wenn es um eure Eigensicherung geht, dann würde ich mir da keine Gedanken machen, sondern dann würde ich mir darum Gedanken machen, um den Angreifer schnellstmöglich von mir abzuhalten. Das ist eine ganz einfache Sache. Und im Endeffekt müsst ihr dann entscheiden, wie ihr das alles handhabt. Es gibt so viele Möglichkeiten in der Hinsicht. Ja? Ihr müsst natürlich auch entscheiden, ja, wo feiert ihr. Es ist natürlich von Ort zu Ort unterschiedlich. Der eine Ort, der mag vielleicht so aufgebaut sein von den Persönlichkeiten, die dort draußen wohnen, ja, dass da vielleicht gar nichts passiert. Ja? Ihr seid vertraut mit den Menschen, dann passiert gar nichts, weil die sind, ja, die sind es alle schon gewohnt von euch. Aber wenn ihr in einer Gegend feiert, die vielleicht unbekannt ist oder in einer Stadt, wo ohnehin dann vielleicht ja etwas hasserfülltere Menschen leben, das könnt ihr per se ja im Endeffekt nicht deuten oder nicht wissen, dann ist es natürlich schon wichtig, dass man eine Eigensicherung oder schon eine Vorsorge in der Hinsicht trifft. Weil stellt euch vor, gab es etliche Fälle, wirklich. Stellt euch mal vor, ihr habt gar nichts dabei, dann kommen 3, 4 Leute auf euch zu, hatte ich letztens einen Kommentar im Video, ja, und versuchen euch zusammenzuschlagen und ihr habt gar nichts, ja, dann seid ihr halt einfach im Arsch, auf gut Deutsch gesagt. Wenn ihr dann wenigstens ein Pfefferspray dabei habt und ihr das in der Notwehrsituation verwendet, habt ihr wenigstens für eure Gesundheit, für euer Leben gesorgt und ja, rennt halt dann weg. Da habt ihr übrigens auch einen großen Vorteil, ne? Also, wenn ihr niemanden bei euch habt, dann könnt ihr die beste Selbstverteidigungsart überhaupt verwenden. Wegrennen, weglaufen, boom, weg. Ja, das Beste, was ihr machen könnt. Wenn ihr einen Freund habt, also ich bin so eingestellt, dann würde ich meinen Freund natürlich beschützen, würde ihn niemals alleine lassen. Aber das wäre zum Beispiel auch nochmal ein Vorteil. Ja, klar, ihr müsst halt damit umgehen können, alleine zu sein. Aber wenn ihr, wie gesagt, vorsorgt, ne, mit beispielsweise Pfefferspray, vielleicht habt ihr noch Kampfsporterfahrung, mein Gott, gibt es so viel Werkzeuge dafür.
dann seid ihr ohnehin auf der sicheren Seite, als ihr gar nichts dabei habt. Ne? Am besten auch legale Sachen dabei haben. Ansonsten könnt ihr selber in Schwierigkeiten kommen. Aber ganz ehrlich, wenn mich da so welche wirklich diabolischen Menschen angreifen, die es nicht gut mit mir meinen, ja gut, dann gibt es halt etwas zurück, völlig logisch. Ne? Dann mache ich dann keinen Schein draus und fasse die mit Samthandschuhen an. Also da wäre man schon ziemlich blöd, wenn man sowas machen würde. Also so viel Wert gebe ich mir schon, dass ich mich dann verteidige gegen diese Menschen, die es nicht gut mit mir meinen. Aber darum soll es nicht gehen, es soll darum gehen, dass ihr euch sicher fühlt, deshalb Vorsorge. Ne? Und wie gesagt, einen großen Vorteil habe ich gerade angesprochen. Ihr habt niemanden, den ihr beschützen müsst. Ihr könnt einfach wegrennen. Lernen wir auch in unserer Kampfsportschule. Wegrennen, ja. Am besten, wenn es gar nicht anders geht, ja, rein in die Augen stechen. Es gibt da viele Selbstverteidigungsmöglichkeiten. Ich meine, ich bin Bodenkämpfer, aber ich habe auch ein bisschen Krav Maga gemacht. Irgendwie versuchen, den Angreifer vorne nicht abzuhalten und dann weglaufen. Boom, einfach weg. Und wenn ihr halt viel Feuerwerk habt, ja, müsst ihr entscheiden, was euch wichtiger ist, ne. Genau. Aber meine Lieben, ihr braucht euch einfach nicht zu schämen, wenn ihr alleine seid. Überhaupt nicht. Ich habe wirklich signifikante Vorteile euch aufgezählt, euch erläutert und die sollten euch ein bisschen wachrütteln. Lieber feiert ihr alleine, als mit den falschen Menschen, als mit Menschen, die es im Endeffekt gar nicht wert sind. Ja, hatte ich auch. Ja, wenn ihr einfach Menschen habt, die euch anlügen, die nicht ehrlich zu euch sind, die nicht hinter euch stehen, weg mit denen. Das Dümmste, was ihr machen könntet, ist mit diesen Art von Menschen zu feiern. Ehrlich, was gebt ihr euch denn bitte für einen Wert, wenn ihr dann das fabriziert? Also ich würde das nicht tun. Dann lieber alleine feiern, mit sich selbst ein wunderschönes Silvester verbringen und einfach in den wunderschönen Genuss kommen. Deshalb, vielleicht ist sogar alleine feiern besser als mit Gesellschaft. Wer weiß, es ist von Typus zu Typus unterschiedlich und es hat jeder für sich selber zu entscheiden. Ich bin da gerade auch noch drin in der Entscheidung, aber ich sehe, gerade aktuell sehe ich für mich mehr Vorteile, ab 20 Uhr oder so alleine zu feiern, als noch mit jemand anderes in meiner Situation. Ja, genau, sollte jemand aus der Umgebung, Bayern kommen, München kommen, ihr dürft mich gerne anschreiben. Wenn sich dann jemand wirklich ganz allein, ganz einsam fühlt, ich möchte doch niemanden zurücklassen. Genau, das kann man dann eben privat klären, wie man das macht. Nochmal für euch. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt schon mal ein wunderschönes Silvester und natürlich eine schöne Vorfreudezeit. Und gebt euch einen Wert, egal wie viele Enttäuschungen ihr schon hinter euch habt. Glaubt mir, die habe ich auch. Aber man sollte sich demnach nicht erniedrigen lassen, sondern dann erst recht sich einen Wert geben. Weil das seid ihr wert, meine Lieben. Euer Piro Adler 98. And sometimes your pretty words can't